habe ich schon mal gesagt. Bürger, Bürgerin. Na, wacht, was suchst du hier? Geh! Bitte mal sterben, umfallen. Na, warte, du Mistkerl! Ach, komm schon. Ich muss mal ein bisschen hier. Miental steht schlecht, dann muss man hier die Nahrungsversorgung ein bisschen verlängern. So. Nein, nicht ins Bett gehen. Bitte nein. Ich will noch nicht schlafen. Du Mistkerl? Ich weiß nicht, was du meinst. Ich verlängere die Lebenserwartung der Leute hier in der Stadt. Auf meine sehr spezielle Art und Weise. Ich habe endlich eine Armbrust jetzt, ne? Oh, ich habe eine Armbrust. Ich habe Brüste an meinen Armen. Geil. Also genau genommen habe ich die Brüste an meinem Arm auf meinem Rücken. Fragt nicht. Fragt einfach nicht. Das passt schon so, wie es ist. Ist alles richtig. So, hat einer von euch noch irgendwas zu sagen? Hey, du. Man erzählt sich ja so einiges. Ich hab mir das schon gedacht. Hier hast du mal dein Kackschwert wieder. Ich brauche. Such dir jemand anderes. Hier laufen genug Typen. Hey! Nee, wir haben ja alle nichts mit hier. Hey! Hey, Lades. Davon lass ich lieber die Finger. Hat sie gesagt, wer? Was hast du dir eingebildet? Tote Menschen sagen für gewöhnlich nichts. So, jetzt muss ich nachher erstmal die Diebesgilde gucken. Nicht, dass sie mir das übel nehmen, dass ich einige ihrer Mitglieder gekillt habe. Das war echt unschön. Was kommt der auch rein und mischt sich da ein? Es ging ihm offensichtlich nichts an. Offensichtlich war das eine Sache zwischen mir und der Frau, die ich getötet habe. Sag mir nicht, dass du und das nicht gewusst hast. Sehr elegant, die Ritter hier. Gut, aber dann werde ich wohl. Muss ich mal gucken, was ich jetzt mache. Ich dachte mir, bevor ich in Kapitel 3 jetzt gehe, mache ich erstmal noch ein bisschen so das Jagenda, wie auch immer man das richtig ausspricht. Tal, aber das Spiel erlaubt es scheinbar nicht. Schlecht. So, müssen hier noch irgendwo Viecher rumeiern? Ich bin mir sicher, hier eiern noch irgendwo Viecher rum. Ja, da hinten. Und mit Viecher mal nicht einfliegen. Mit meiner neuen Axt geht das halt einfach durch, Bruder. Nichts zu holen. Hau verdammt viele Stärkepunkte gekostet. War mit dem Schiff los. Sehr witzig. Womit denn? Ich kann mit dem Schiff nicht fahren, das ist innen nicht hohl. So, gibt's hier hinten überhaupt noch irgendwas? Ja, ein Feldknüllerich, geil. Danke, Spiel. Na toll, ich kann keine Quests mehr abschließen. Hauptsache hinten steht eine Wasserpfeife. Hat nicht mal ein Segel, das Schiff. Kapitel 6. Ja, wenn du Kapitel 5 nach Kapitel 6 gehst, da kommt das. Aber das dauert noch eine Weile. Habe ich sonst noch irgendwelche Quests, die ich abschließen kann?
Ich habe keinen Sextanten. Ich vermisste sind Dings. Und ich habe keine Ahnung, wie ich diese scheiß Türme komme, weil irgendjemand hat dafür einen Schlüssel. Ich habe nur keine Ahnung mehr, wer. Irgendjemand hat dafür Schlüssel, dann kommt man da rein, aber... Scheinbar nicht die normalen Stadtwachen, die habe ich ja schon gefragt, ob sie einen Schlüssel haben. Hätte ich auch Kapitel 3 abschließen können, wenn nicht. Hey, du! Man weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben soll. Du hast nicht diesen Schlüssel, oder? Nee. Das ist ärgerlich. Ich dachte, ich gehe, bevor ich ins Kapitel 3 gehe, erstmal noch in das Tal, aber... Nee. Ich weiß gar nicht, warum er sich so auf. Dumm gelaufen, wa? Ich glaube nicht, dass ich daran. Mit so einer anderen Frage bringt. Ich hätte doch in Kapitel 3 gehen sollen. Ach. Sag das doch. Komm doch früher an und sag mir das. Könnte mir so etwas nie. Na, warte! Sofort! Nicht schlecht. Leg dich nie wieder mit mir an. Okay. Eigentlich Klitschko, hey. Glaub mir meine Sprüche, das kann ich nie wieder benutzen. So, jetzt vielleicht mal ohne die falsche zuerst zu schlagen. Weg mit der Waffe! Das wirst du bereuen! Ich glaube, er hatte nur eine Bedeutung, wenn man Mitglied der Miliz wurde. Nicht schlecht. Mag es ja nie wieder. Und er ist auch noch zu stark. Diego kommt erst im dritten Kapitel, glaube ich, da raus. So ein Rotz, ein Dummer. Dritten Kapitel sind die noch nicht ins Minental gegangen, ne? Ich glaube nicht, nein. Sehr viel Interessantes. Nee. Ach stimmt, hier kann man sich ja gerade heilen. Das habe ich komplett vergessen. Du bist Pablo. Hey. Da müssen wir auch noch ein paar Leute niederschlagen. Vor allem Valentino. Aber... schwierig. Ich könnte, da war ich schon, ich war jetzt schon an vielen Orten, wo die Gegner nicht so mächtig sind, dass sie mich gleich platt machen. Aber ich habe immer jetzt eine Armbrust. So, auch was Schönes. Die gehen erst in Kapitel 4, glaube ich, weg, ne? Das heißt, die Leute sollten noch da sein, wenn ich jetzt nach Kapitel 3 gehe. Sollten sie ihn, theoretisch. Ganz sicher bin ich mir nicht. Oh, Waldbären. Nee, Weidenbären. Bin ich mal mit dem Multiplayer-Server, was? Welchem Multiplayer-Server, was redest du da für einen Unsinn? Du redest schon wieder wirres Zeug. Meinen die noch nicht noch irgendwo Goblins oder so ein Scheiß? Lass mal raus hier aus dem dicken Dickicht. So. Gut, Kapitel 3. Hat sich voll gelohnt. Naja, ich habe noch ein Level abbekommen. Das ist entscheidend. Damit habe ich nochmal... 12 Lebenspunkte mehr, glaube ich. Jetzt im Meantime noch irgendwas, was ich machen müsste jetzt. Es gibt eine Multiplayer-Mod, weiß. Ich wüsste jetzt nicht.
Wenn nichts was taucht, oder? Ach stimmt doch, es gab da mal. Nee, das war das Multiplayer? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr. Gut, gehen wir nochmal ins Minental. Klicken nochmal schnell die Dialoge alle weg. Na Jungs. Ich muss ehrlich gesagt sagen, wenn ich so überlege, ne? Die zwei halten die Tür nicht sicher. Also wenn die Orks wollten, könnten die einfach vorbei. Glaub mir einfach. Nee. Das lassen wir. Mein Zuschauer einfach glauben hat noch nie funktioniert. Ich hab dir ja auch geglaubt, dass du mir eine neue Grafikkarte kaufst. Ist ja auch nicht passiert. Es ist bald Weihnachten, ne? Könntest du mal eine schenken? Keine Ahnung, ob die was taugt. Funktioniert die überhaupt noch? Wahrscheinlich auch nicht mehr. So, ich hoffe jetzt aber, du stürzt nicht ab, wenn ich wieder ins Minental gehe. Das wäre echt unangenehm. Ich fahre nicht bei der Diebesgilde, um herauszufinden, ob die Probleme damit haben, dass ich Attila gekillt habe. Details. Nee, der Übergang funktioniert. Warte mal. Ob er immer noch einen Heiltrank braucht? Alter, ich hab's ja schon belegt. Alles klar. Alles bestens. Ich ruhe mich nur kurz aus. Aber ich habe, wie gesagt, ein paar schöne Mods noch für Gothic 1 und 2 installiert. Vielleicht spielen wir die irgendwann mal. Lok hat noch Zeit bis morgen. Die Kurik wollte ich immer mal spielen, aber das ging irgendwann auf meinem Windows-Rechner damals nicht mehr, weil Windows taugt halt einfach nichts. Hey! Ich kann es nicht glauben. Wenn du Neuigkeiten hast. Gar nicht mehr, wem man noch glauben soll. Womit denn? Hallo, mein Freund. Ich erzähl dir doch nichts Neues. Was? Ja, das hatten wir alle schon. Was? Was? Ich, wir werden. Cool. Die anderen zwei stehen da nicht rum. Probier die mal aus. Nee. Ich weiß nicht mal, wo ich die hernehmen soll. Wenn sich auf World of Gothic ist, Gothic ist, dann. Nee. Ich werde mir jetzt nicht von irgendwelchen merkwürdigen Seiten merkwürdige Mods runterladen. Bin doch nicht bescheuert. Ich bin doch nicht blöd. Wahrscheinlich nur IP-Verbindung. Oder gar nichts mehr, weil das halt einfach nicht mehr entwickelt wird. So sind halt die Stufen runtergefallen. Wie ist die Lage? Die Expedition ist an einem Tiefpunkt angelangt. Doch wir werden nicht aufgeben. Denn Enos ist bei uns. Er wird uns sicher aus dem Tal führen. Gut, also ich werde schon mal keine Mod, die mir Diafino schickt, installieren. Wo ist der andere Typ? Wie heißt der Parseval oder so? Na toll, wo ist denn der jetzt? Wer weiß, wann der wieder rauseiert. Ich mach nochmal kurz Rundgang durchs Minental. Noch mal Erfahrungspunkte, wenn ich. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Wenn ich mit dem anderen Typen noch mal rede und mir sage, dass keine Verstärkung kommt. Weiß ich gerade gar nicht. Hey, du! Ich möchte seine Spruchrolle nicht sehen. Hey!
Nee, die wollen alle nichts mehr für ihn. Sind alle so ein bisschen nutzlos. Wo war der? Der war wieder so ganz weit außen rum. Da muss ich so ganz weit außen rum laufen. Nee, muss ich gar nicht. Ich kann jetzt hier zum Pass und dann da links rum. Hoffe ich, glaube ich, vielleicht, nehme ich an. Ich glaube, das würde funktionieren. Aber ich glaube, ich weiß nicht, sagt ihr noch was? Ich glaube, es gibt noch ein paar Erfahrungspunkte vielleicht. Mach doch einfach deine eigene Mod. Die wird bestimmt fertig, so wie deine andere. So, sollen wir mal über den Orkwall gehen oder rausfinden, was dahinter ist? Bestimmt alles voller Orks. Es wäre viel witziger als das, was wirklich hinter dem Wall ist. Aber so einen gigantischen Haufen Orks, der erst dann aktiv wird, wenn du dahinter runterspringst, dann einfach erscheint und dann halt einfach mal, keine Ahnung, 2000 Orks oder so. Naja, 2000 ist vielleicht ein bisschen viel für die Engine. Sagen wir 200. Die scheiß Viecher jetzt noch treffen würde, dann wären die alle überhaupt kein Problem, aber... Gegner treffen ist also eine Sache. Die scheiß Blutling triffst du halt echt scheiße. Schnauze jetzt hier. Ich will mein Feld knüderig. So, da können wir jetzt gleich gehen, aber vorher möchte ich doch noch ein paar Mal an den Gegner vorbeischlagen, würde ich sagen. Das würde ich wohl sagen. Gut. Sonst sind hier, glaube ich, keine mehr, ne? Nee. Ach so, jetzt ist beim rechten Arm kratzen. Dafür braucht man immer den linken Arm, ist voll umständlich. Ich brauche die längere Finger, so mit mehr Gliedern, dass ich auch mit dem rechten Arm meine rechte Hand, rechten Arm kratzen kann. Also, ja. Rechten Hand, rechten Arm, so. Aber ich habe so kurze Finger. Meine Finger sind keine 20 Meter lang. 20 Meter. Aber so 50 Zentimeter, das wäre irgendwie cool. Weil man natürlich auch viel Gelenke hat, die dann kaputt gehen können. Das ist erstaunlich wenig los da drüben. Kann nur mehr werden. Es wird mehr werden, das ist das Problem. Das ist das Problem. So. Bisschen auf mein Leben achten. Es verflüssigt sich immer so schnell. Hallo, du trauriger Snapper. Hallo, du nicht so trauriger Stepper, wo kommst du denn her? Na, also, wo kommt der her? Na, der hat sich in den Fels versteckt, das Arschloch, glaubst du das? Wieso ist Diego nicht einfach unverwundbar? Gibt bestimmt einen Bug, dann ist er's. Aber Bugs kenne ich mir halt einfach nicht aus.
das Zeug mit. Das ist alles sehr, sehr wichtig. Man kommt praktisch nicht ohne das aus. Vor allem ich nicht. So, was ist da hinten in der Höhle noch? Komme ich da hin? Also hin schon, aber kann ich dann auch lebend in die Höhle gucken? Schwarze Goblins. Hallo? So, und beim ersten Teil Moderats drin.